Ja, richtig gelesen. Ich brauche dich. Beziehungsweise streng genommen brauche ich vielleicht eher was von dir. Aber keine Angst, es ist nicht dein Geld. Und ich werde es heute auch nicht kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und wenn du dieses Video hier siehst, dann kennst du meinen Kanal wahrscheinlich und weißt, dass ich TV-Reactions mache. Und ich würde sehr, sehr gerne das Klassiker-Konzept auf meinem Kanal noch ein bisschen mehr ausbauen. Ihr wisst das bestimmt, ich mache ja zum Beispiel Traumfrau gesucht, ich mache Armes Deutschland, manchmal vielleicht Dickes Deutschland und viele, viele andere Sachen, die eigentlich schon vor Jahren im TV gelaufen sind. Ich habe aber sehr, sehr viel Spaß daran, weil sie teilweise für mich auch ganz viel mit TV-Identität zu tun haben. Nun ist es allerdings so, dass es sehr, sehr viele Formate gibt, die ich sehr gerne machen würde, an die man heute aber nicht mehr rankommt. Das Beispiel schlechthin ist die Supernanny, und zwar die deutsche Variante mit Katja Saalfrank, die früher mal auf RTL gelaufen ist. Das würde ich super gerne machen, das Problem ist nur, die Folgen gibt es nirgends. Und viele von euch haben jetzt vielleicht so im Kopf, ja, aber die muss es doch irgendwo im Internet geben. Ich habe tatsächlich, glaube ich, alles durchforstet und bisher noch keine Folgen gefunden. Aber vielleicht gibt es ja einige Leute von euch, die aus irgendwelchen Gründen noch ein paar Folgen von zum Beispiel der Supernanny zu Hause auf der Festplatte haben oder auf VHS und sie mir irgendwie digitalisieren könnten. Wenn das der Fall ist, würde ich mich mega darüber freuen. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen, über die ich mich freuen würde. Zum Beispiel, wenn einer von euch eine große Sammlung mit Frauentauschfolgen hat. Denn vielleicht wisst ihr das auch, es gibt relativ viele Frauentauschfolgen, die von RTL 2 nicht mehr wiederholt werden. Aus ganz verschiedenen Gründen. Manchmal hat das rechtliche Gründe, manchmal, weil sie die Folgen auch selber nicht mehr zeigen wollen. Ich würde sie euch gerne aber nochmal zeigen. Auch da gibt es ein paar wirklich legendäre. Also, wenn du zufälligerweise jemand sein solltest, der wirklich selbst, das ist ganz wichtig, noch ein paar solcher Folgen hat oder vielleicht ein paar Frauentauschfolgen oder Supernanny oder wie gesagt, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr mir eine Mail schreibt. Und ich sage das extra dazu, weil ich habe diesen Aufruf schon häufiger auf verschiedenen Wegen gestartet und es melden sich dann immer ganz viele Leute, die meinen, dass sie am Internet doch noch irgendwo Folgen sind. Ich habe, glaube ich, wirklich alles durchforstet. Wenn ihr euch aber sicher seid, könnt ihr mir natürlich trotzdem auch sehr, sehr gerne schreiben. Ich packe euch die E-Mail-Adresse, wie ihr das kennt, ganz oben in die Videobeschreibung und da steht heute sonst wahrscheinlich auch gar nichts anderes. Ja, das soll schon gewesen sein und vielen Dank an dieser Stelle vielleicht auch einfach nochmal. Ihr wisst hoffentlich, wie super gern ich für euch Videos mache und dieses Jahr war unfassbar gut bisher. Ich habe nicht nur ganz, ganz viele neue Abos dazu gewonnen und ganz viele Videos produzieren können, sondern ich habe für mich auch endlich mal so eine Work-Life-Balance gefunden, die für mich funktioniert. Und ich liebe es, nach wie vor eure Kommentare zu lesen und ich hoffe, dass ich das noch viele, viele weitere Jahre machen darf. Das muss man ganz deutlich mal so sagen, weil am Ende des Tages ist das, was ich hier tun darf, auf jeden Fall ein großes Privileg. Na gut, und jetzt nochmal, um ganz sicher zu gehen. Also wenn einer von euch zum Beispiel die Supernanny hat oder ein paar ganz besondere Folgen von Frauentausch oder natürlich vielleicht auch ein paar andere Sachen, die ihr mir unbedingt zeigen will, schreibt mir bitte eine E-Mail. Das wäre super cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.